Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, ich bin bewaffnet bis zu den Zähnen und darüber hinaus. Ich habe mir den Fatman geholt und noch zusätzlich einen Raketenwerfer. Also jetzt muss es hinhauen. Vor uns krebst sie eh schon herum, das grausliche Viech. Ich denke, mit 16 Mini-Atombomben und wie viele Raketen haben wir? 85, ich glaube, da kriegen wir die Sau schon klein. Ich meine, die Nuka-Lurk-Königin, ne? Und wie gesagt, davon krebst sie schon herum. Zielen, Schuss. Das, oh Gott, ist die stark. Oh, um Gottes Willen ist die stark. Irgendwas haben wir erwischt. Irgendwas haben wir erwischt. Wo bist du denn? Kuckuck. Was? Oh, mit euch will ich am liebsten das nicht machen tun. Aber. Jetzt wird's übel. Ich hammer kurz ab. Würdest du laufen, bitte? Habe ich kein Steamback mehr? Nö. Alles weg. Ich glaube auch nichts mehr zu essen. Das ist alles. Huch, spring. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die blöde Kuh. Ich hänge irgendwie fest. Ich habe keine Chance, hier irgendwie rauszukommen. Warte mal. Okay, nochmal von vorn. Ach komm, die verträgt voll viel. Hey, das sind Mini-Atombömpchen und die kriegt dann nur mal einen Kratzer. Ich werde es wahrscheinlich versuchen, vor ihr hinzuschmeißen. Und ich habe vergessen, ich habe nur mehr eins Teampack. Ich muss was zu essen organisieren. Also organisieren nicht, aber reintun. Ja, essen. Wo haben wir denn die guten Sachen? Warst du nicht stark? Nein, du bist eigentlich stark und du bist eigentlich für Edda. Ja, 130, das nehmen wir. Qui und da. Ja, nur eins Teampack. Puh, das ist ja übel. So, noch einmal. Entschuldigung. Wieder voll versagt. So, nochmal Fettimann. Ich schieße es einfach vor ihr hin und ich speichere das gleich nochmal. Komm, speichern. Da. So, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Die Alte hält ja voll was aus. Ja, wo schießt denn du hin? Ich baller mir das selber weg, ey. Musst du denn so einen Lärm machen? Ja, das hat super hingehauen. Boah, voll ins Gesicht. Puh. Voll ins Gesicht. Abgeschlossen? Kann ja nicht sein. Die Alte lebt ja noch. 287 Pünktchen. Wuhu! Da lebt noch einer? Wie hat denn der das jetzt überstanden? Das gibt's ja nicht. Naja, dann ballern wir den halt so um. Ja. So. Na? Geht ja. Ja, so macht man das. Der hat uns angerotzt. Schau dir das mal an, wie die rotzen kann. Ekelhaft. Na, jetzt ist Ruhe, ne? Ekelhaft. Boah, ich liebe diese Fatmans. Wow. Edda, bist du noch ganz? Da unten könnten noch kleine Käfer sein. Na, die sind wohl da. Lol? Nix. Das hat sich umsonst bewegt. Alles gut mit dir? Ja, schaut in Ordnung aus. Boah, ey. Aber die ist nicht so groß gewesen, ne, wie die eine Meyerlock-Königin, die wir schon mal am Anfang gesehen haben bei den Minyatmans, oder? Die ist irgendwie kleiner. Wahrscheinlich noch eine junge Königin. Ja, sie war eine. Fein. Jetzt ist mir leichter. Jetzt können wir noch hier uns ein bisschen umschauen. Und geht das auf? Einfach so? Ja. Und die Sachen noch einsammeln, die wir hier so zurückgelassen haben.
Noch. Also da oben. Lol, da drüben geht's auch rauf und da drüben müssen wir mal auch rauf gehen. Da drüben war eh nichts mehr sozusagen. Also schauen wir da noch schnell rauf. Aha, da ist auch eine Tür, glaube ich. Welt der Erfrischung. Ah, das ist wieder innen drin, ne? Benötigt Terminal. Ist durch ein Terminal. Ja, ist schon gut. Ich wollte es nur probieren, ob ich das trotzdem schon darf und kann. Nein, mit was denn? Wenn kein Schloss da ist, wie soll das gehen, Mädel? Ha, denk mal nach. So, ist da noch irgendein Arsch? Ja, Arsch. Arsch ist tot. Na komm. Au. Ich sag einmal, triff mal. Arsch ist tot. Sicher. Kackviech. Ruhe ist. So, leckere Eier für die nächsten Omelettes. Natürlich gibt es sicher auch wieder so kleine Mistviecher. Ja, ja. Der ist drin. Ja, ja. Au. Ich glaube, das war Edda. Yep, das war Edda. Supi Mädel. Super, super duper. Darauf normalerweise. Mal schauen. Ja, Fusionskern ist wieder im Eisch. Im Eisch, genau. Im Arsch. Im Eisch. Unglaublich. Ja, das ist im Eisch. Kennst du das nicht? Also hier auf jeden Fall richtig. Du musst auch noch gelootet werden. Du, dich haben wir schon. Da drüben sind wir rausgekommen letztes Mal. Und da oben gibt es auch noch was zu looten. Das weiß ich. Also da mal ganz sicher. Da unten wird mir immer eine komische Tür angezeigt. Wäre es innen drin noch was zum Säubern? Was hast denn du da bitte alles? Ein Quantum. Da ist noch irgendwas drin. Aluminiumdose. Leere Flasche. Jui, ein Steampack. Aber hoffentlich kann ich das jetzt bald wieder aufbessern. Verbranntes Modemagazin. Wirtschaftsmagazin. Noch was. Töschen, Töschen. Ein paar Flaschen. Ist da was drin? Nö. Oh, Mickey Maus redet gerade. Mickey Maus. Die Mickey Maus. Mir gefällt die Mickey Maus eigentlich bei South Park ganz gut. wer die Folge vielleicht auch kennt. Boah. Ich war immer auch schon, also ich war der Mickey Maus immer schon ein bisschen böse, dass sie den armen Donald da immer so schier bloßstellt, zum Teil auch als Doofi. Und dort gefällt es mir eigentlich sehr gut, weil da wird die Mickey Maus mal als, ja, ich sag mal, als fieser Boss des Vereins da dargestellt. Ah, gefällt mir wirklich sehr gut. Da drüben waren wir auch noch nicht, ne? Da. Ist das da hinten eine Burg? Alter, wie groß ist das denn hier bitte? Allein den Außenbezirk uns einmal anzuschauen. Jö. Wow, Entschuldigung, Edda. Bin dir fast über den Haufen gerannt. Du willst, dass ich da nochmal reingehe? Aber warum das denn? Upsa. Wieso das denn, bitteschön? Noch nicht. Ich will zuerst hier noch alles, oder sagen wir mal, das meiste mitnehmen. Dazu muss ich nochmal hier rüber. Scheiße, ich bin drüben nicht draufgegangen. Ups. Voll vergessen. Das müssen wir auch noch machen tun. Ja, das machst du eigentlich gar nicht so schlecht, meine Gute. Muss man dir echt lassen. Du hast mir heute wirklich den Arsch gerettet. Irgendwie ist da nichts. Da vielleicht. Hallo. Eine Waffenbank. Das und das nehmen wir gerne mit. Und die Holzkiste ist leer. Lol. Lol. Die Holzkiste ist leer. Wie gemein. Da habe ich jetzt auf irgendwelche Munitionstypen und so gedacht gehabt. Für unsere Waffis, aber nichts da.
Nix da. Nee. Da haben wir noch was Tolles. Soll das auch. Achso, das soll nur ein Tisch sein, ne? Ja. Spärlich eingerichtet. Ja, da haben wir auch noch was. Und hier. Huch. Was war das denn jetzt? Scheibe. Ich hab's zu schnell weggeklickt. Weil ich ein Profi bin. Yeah. Hallo? Ist da jemand? Nein. Geht's jetzt, im besten Falle geht es jetzt einmal rundherum. Da muss ich nicht nochmal zurückhatschen. Ha. Was haben wir da noch Schönes? Yay, Treibstoff. Zahnrädchen. Jo, ne? Meine Ersatzzahnrädchen. Für empfindliche Gäste sind am Eingang des Tempid-Karussells und wollen. Wieso soll man spucken wollen oder brechen oder so? Ich meine. Ach so, wahrscheinlich wegen diesen Achterbahnen und so, ne? Ein Löscher. Ein Löscher. Ich habe gerade im Hintergrund, höre ich gerade was Komisches. Also im Real Life jetzt dachte ich mal, ich bin mal kurz still, weil ich nämlich das Fenster ein Stückchen offen habe. Es ist noch in der Früh, 8 Uhr gerade und ein bisschen vorbei. Und es ist noch recht kühl ein bisschen und da wollte ich noch schnell das Fenster ein bisschen offen haben. Ich habe es ja auch eigentlich sehr gerne, wenn die Vöglein zwitschern und so. Ja, mag ich wirklich gern. Ich kann bei sowas auch schlafen, witzigerweise. Andere tun sich da voll schwer. Oh. Und da bei mir daheim sowieso auch viel Wald und so ist, nanu, so bleibe ich hängen, denke ich mal, bin ich das einfach von Kind auf gewohnt, von klein auf gewohnt und ja, da kann man eigentlich recht gut damit leben. Oh. Wir hatten ja damals sogar eine kleine Landwirtschaft auch, also so mit Kühchen, also mit Kulis und mit Kälbern, zwei Stück. Ja, mit denen haben wir damals unser Geld verdient. Aha, wo geht's da jetzt lang? Klick, Druck. Wow. Ich habe Höhenangst. Nee, drunter schauen. Nicht drunter schauen. Ja. Und jetzt? Ist das jetzt nur für die Aussicht oder was? Aber ich muss sagen, wenn es wirklich jetzt nur für die Aussicht ist. Boah, schaut das cool aus. Das ist mal nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Okay, das war's auch schon. Dann fahren wir wieder runter, ne? Ist echt schön hier. Wirklich wahr. So schön, wie das Commonwealth nur sein kann. Aha. Mhm. So. Dann würde ich sagen, wir rennen darüber. Darüber runter. Halt. Nein? Gut. Passt. Schauen Sie noch mal ganz kurz um. Ist hier noch irgendwas? Nein. Dann hier rüber und darüber und. Alter, wir müssten das ja schon umrundet haben, oder? Müsste doch passen. Der will jetzt, dass wir noch mal reingehen. Psst, nicht so laut. Wechsel die Leute auf. Der will, dass wir jetzt nochmal da reingehen. Bäh! Da! Ich brauche Hilfe! Wo ist sie denn schon wieder? Bäh! Ich muss die Waffe wechseln. Da ist schon wieder nicht da. Ist ja nichts Neues, ne? Wo ist jetzt meine. Na, Raketen bin ich nicht. War das nicht? Die war gut, ne? Edda, walte deines Amtes bitte. Na, no, die rennt einfach mal weg. Wo ist denn das Viech jetzt? Hallo, Viech? Hallo? Wo ist denn das Viech jetzt? Da oben. Wird's besser? Ich glaube nicht. Jetzt vielleicht. Na, nicht wirklich. Das geht dann, ne? Alter! Was ist denn das für ein Dreck? Wieso trifft ihn da nichts? Hallo? Und ist das Kackviechchen?
Hackviech? Hä? Ich glaube, ich höre im Hintergrund die Bruderschaft. Hallo, Kackviech? Bist du wieder baden gegangen, oder was? Hallo? Ja, nicht, wo ist denn das hin? Da! Au! Wo geht man hin? Da am Arsch. Schieß dich, au! Schieß dich ins... Ja, nicht da. Ich will da hin. Jawohl. Hin ist er. Ich pär dein Zeug. Ich esse nochmal was. Ja. Aufladen tun wir auch gleich. So, ja. Weggeballert. Na bitte, so ist fein. Hat er tatsächlich noch einer? Was? Auf. Was, wenn es halt im, draußen der Hubschrauber ist, dann müsste ich irgendwo die Bruderschaft herumkrebsen. Zumindest irgendwie höre ich dann Hubschrauber. Wahrscheinlich höre nur ich den. Und nein, ich bin noch nicht verrückt geworden. Das kann wirklich sein, wie gesagt, das Fenster ist offen, es könnte sein, dass ich das von draußen höre. Aber warum müssen wir da nochmal rein? Ich schaue, das schauen wir nochmal um. Also war da drin nicht auch schon markiert, dass alles sauber sein soll? Muss man in die Questlog reinschauen. Nachdem er geladen hat, natürlich. Okay, ich glaube, das ist tatsächlich bei mir draußen, der Hubschrauber. Also, bei mir. Soll da so noch was sein? Das ist da unten etwa? Der da? Echt? Kann nicht sein, oder? Ich schaue jetzt mal die Questlog, ich bin jetzt stur. Das kann doch nicht sein. Taten, Stoppe, Überfälle, nein. Safari-Adventure... Ja, das haben wir schon. Welt der Erfrischung. Säubere den Innenbereich. Tatsächlich. Der Innenbereich ist noch nicht sauber. Wie kann ich nur... Da oben waren wir schon. Wie kann ich nur... Da unten müssen wir sowieso hin. Geht's hier vielleicht dorthin, wo ich hin möchte? Na, da. Oh. Ich schieß dir in den Rücken. Geht gut. Das ging gerade sehr gut. Ich sollte vielleicht auch mal, Entschuldigung, mal kurz speichern, weil es eben gut lief. Ja, das muss ja nichts heißen. Bei mir halt sowieso nicht. So. Da sind schon wieder alles voll mit Pfützen. Alles voller Flaschen. Mhm, die Abfüllanlage, wortwörtlich. Was für eine sinnlose Verschwendung von funktionstüchtiger Technologie. Ja. Das war damals so. Boah, das sind Flaschen. Ey, du Flasche. Muss ich mal kurz hinknien? Ja, schleich dich, Kind. Weil wie die Kiste sich freuen kann, ha? Huh? Dass wir da sind, der schon so viele Jahre keinen Menschen mehr gesehen. Wahrscheinlich glaubt sie, sie ist jetzt gleich mit dem Dienst, ne? Tut mir leid, wir haben keine Verwendung für dich ansonsten. Ich glaube jetzt... Ich dachte mir jetzt gerade, wo kommt das Licht her? Da ist es der Scheinwerfer dort. Da ist auch noch was drin. Da und so. Und so. So. Was hätten wir denn noch Schönes? Ich weiß, dass hier bestimmt gleich irgendwo... Mir wird irgendwo gleich wieder so ein Lurk-Typ anspringen. Ich kann es mir vorstellen. Boah, die ist voll. Schau mal, die ist voll. Da. Super. Wenigstens kommen die Leute sitzen bei der Arbeit.
Da ist noch eine. Alter. Du trägst zu viel mit dir rum. Na freilich, Ella. Hey, wie kann ich dir? Schleppen helfen, bitte. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Ja. Du könntest mir schon mal... das kannst du mir abnehmen. Und das. Kleidung. Ja. Ich glaube, viel Kleidung haben wir nicht. Hilfsmittelchen. Na, Schrott ist wieder das meiste. Also drück halt wieder wie die Wahnsinnigen. Drück, 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 drück. Drück, 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 drück. Ich bin froh, dass Edda so viel schleppen kann. Wirklich wahr. Da ist sie sehr geholfen. So, Dankeschön. Da ist sie sehr geholfen. Da, 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 da. Noch mehr. Alter, wie viele Flaschen liegen denn da rum? Auch im Bad. Ach so, jetzt dachte ich, die wären, das wären Scherben. Dabei sind das nur leere. Da, 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 da. Ein Paradies für Flaschen. Warte, da ist noch eine. Ich habe sie gesehen, aber ich habe es nicht erreicht. Sogar mit Musik, wenn du denkst, ne? Und hier kommen wir hier irgendwie rein. Der da vorne ist aber hin. Wieso muss ich dann den Innenbereich noch säubern? Ah, da drüben ist noch was. Schau mal. Knochenfräser. Also braucht man den Spielzeugtruck. Oh, wie niedlich. Das wäre was für unseren kleinen Sean gewesen. Wenn er größer geworden wäre, als wenn man das miterleben hätte dürfen. Der hätte sich da sicher gefreut. Ich habe das früher sehr gern gemacht. Allerdings habe ich dadurch einige kleinere Modelle der LKWs kaputt gemacht. Und zwar hatten wir, da mein Papa sehr viel zu Hause herumgebastelt hat und viel was betonieren musste und so, hatten wir des Öfteren einen Sandhaufen. Wir hatten noch einen nur rein zum Spielen, einen ganz einen feinen. Und da habe ich gerne mit solchen Modellen, naja, nicht die wertvollen, ne? Also die für boah, was haben die damals gekostet? Heute, glaube ich, würden sie 3 Euro oder so kosten. Also mit solchen Kinderspielzeug eben, haben wir gerne auf dem Sand gespielt. Wir hatten sogar einen Kran, einen Spielzeugkran. Und damit haben wir immer ja, den Eimer, den er dort mit hatte, haben wir voll gemacht und haben dann mit der Batterie und so und mit diesen Hebeln haben wir halt so herumgespielt. Das wären wir auf dem Bau. Ja, dann hatten wir noch kleine LKWs, die bei der Lieferung halfen. Also da haben wir das dann reingeschüttet und so weiter und so fort. Ja, ich weiß, Edda, dafür bist du da, du bist meine Deckung. Sind wir jetzt schon wieder fertig? Das gibt's ja nicht, oder? Und bitte, wo soll da noch was leben? Wahrscheinlich sind es da 2, 3 Baby-Meyer-Lurks, die ich übersehen habe, weil sie noch im Ei stecken. Es könnte sich aber auch um was Großes handeln, aber da, haben wir da schon mal drin? Was nebelt denn da so? Ich glaube, ich höre da was. Wo sind wir denn da schon wieder? Nuka World. Aha, da geht's wieder raus. Das war nicht richtig. Da muss ich wieder rein. Wo könnten da noch was leben? Das gibt's ja nicht. Die Welt der Erfrischung, ja, ich bin auch sehr erfrischt. Ah, es ist da drinnen definitiv noch was zu machen. Schande. Boah, wenn das jetzt ein Meyer-Lurk-Ei ist, ist das aber nicht so super. Nuka-Lurk-Ei, Entschuldigung. Sag das doch richtig, Mensch. Ja, ihr habt vollkommen recht. Ich muss auf meine Sprachweise achten. Wir dann da oben? Da oben waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? La, 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 la. Nein, weil da liegen noch ein paar Flaschen. Und ein abgenutztes Klemmbrett und so weiter.
Und dann sind wir auch schon fertig. Super. Ich habe jetzt gehofft gehabt, dass irgendwie eine Tür oder so ist, dass man weiterkommen täte tun. Aber nein. Vergiss es. Dafür ist hier noch eine Flasche. Sogar einige Fläschchen. Ja. La 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 la. La. Wo geht's denn nicht? Was? Ich höre dich nicht. Oder schlecht. So, wo geht's denn da bitte überall hin? Ah, da waren wir auch noch nicht. Nein, da ist nichts, da ist nichts. Du bist ja auch hin. Der ist ja auch kaputt. Sergeant, Sergeant. Wie sagt man dazu? Ich kann die ganzen... Sergeant, glaube ich, heißt das, ne? Sergeant. Lenny. Moment, Sergeant? Bist du dann echt eine von der Bruderschaft? Oh. Wir haben nichts gesehen. Oh, schau mal. Ein Sicherheitsterminal. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla, Tür öffnen. Ja. Bla 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 bla. Passt. Welche Tür ist jetzt aufgegangen? Oh, da hat sie sich hingelegt. Das war eigentlich ihr Schlafplatz. Bis sie dann offensichtlich überrascht wurde von diesem Luca Lurk. Oh, ein Gunner. Ein Gönner. Eine Kochstation. Ja, die hatten sich sehr richtig gemütlich gemacht. Eine Truhe. So, nehmen wir alles mit. So. Das geht alles nicht auf. Wow, wo bist du denn hier? Nein, das geht alles nicht auf. Naja, dann eben nicht. Da geht's auch rauf. Warum? Wieso und weshalb? Boom, runtergeschmissen. Da ist ja nichts Gescheites. Zack. Hier? Bist du was Vernünftiges? Ah, jetzt sind wir da. Tap, 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 tap. Da haben wir nur einen Besen. Ich bin schon wieder überladen, willst du mit Namen nicht im Ernst jetzt echt wahr? Hey, Edda. Du hast, glaube ich, noch Platz, ne? Wo ist denn der Schrott? Gott sei Dank, sie hat noch Platz. Puh, wahrscheinlich immer viel, aber sie hat Platz. Das ist schön. Danke, Edda. Zigarettenschachtel, die braucht Licht. So, Piep, hör auf mit Piep. Wir piepen da schon wieder. Ich weiß, ich werde gleich wieder angeschossen von irgendwas, wahrscheinlich. Wo soll denn da noch was leben? Ich meine, gut, hier waren wir noch nicht drin. Das leuchtet, oder? Das schaut schon so ungesund aus. Das habe ich mir schon beim ersten Mal gedacht, als ich die Flasche gesehen habe. Das schaut so... Ich hätte zuerst gedacht, das wäre Plastik, ne? Dass es Plastik so leuchten würde. Aber dem ist wohl nicht so. Da noch wissen würde, von was man was, von wem man da noch was säubern soll, weil der ist ja... Ja, ich denke schon. Aber Edda, wirf mal deine Sensoren an. Wo ist denn hier noch was, bitteschön? Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Aha! Ich glaube, wir haben diesen einen Ausgang jetzt gefunden. Türsteuerung, jawohl. Tür aufschließen. Entriegle Tür. Passt. Ja, da geht es ja nach draußen. Das ist schön. Trotzdem sind hier keine Lurkies. Lurkies.
Boot, Boot, wo seid ihr denn? Hallo? Futsch. Ui, da ist noch ein Nuka-Cola Quantum. Dann gucken wir mal hier rauf, ne? Look, 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 look. Wahrscheinlich geht's hier eh nicht weiter. Oh, oder vielleicht doch. Da, da, da. Ich sehe dich. Na freilich. Unterm Arbeitstisch, ne? Gleich mal eine Whiskyflasche versteckt. Alter Schwede, diese Säufer. Nuka World, okay, da geht's wieder raus. Die Spins sind leer. Werkzeugkasten leer. Das, haben wir das alles schon mitgehen lassen? Aber anscheinend war ich geschlampert. Ich war geschlampert. Wenn wir echt schon da waren, dann war ich geschlampert, weil da liegen immer noch Sachen rum. Das ist nicht schön. Jetzt muss ich mal gerade gehen. Entschuldigung. Bin erst um 2:30 in die Federn. Und bin schon seit 8 Uhr wieder auf. Ja. Und drum muss ich hier und da mal gehen. Leider Gottes. Und hier eine besondere Überraschung. Es redet mal wieder wer mit uns. Okay, moin. Danke, Edda, gleichfalls. Willkommen war jetzt hier in der auch schon? Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Plus. Ich hab keine Ahnung. Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein. Und da ist er. Geschmack. Und dann noch dieses tolle, Ich sehe dich. Na, so nett. Der Kerl, du! Jetzt ist aber Ruhe. Den wir angeschossen haben, der immer weggelaufen ist, jetzt habe ich die beim Arsch. So. So, jetzt haben wir es geschafft. Nach 30 Jahren endlich mal. Aber da haben wir alles brav gemacht, ne? Na bitte! Wird ja. Nach 20 Jahren. Jetzt gehen wir quasi wieder dort raus, wo wir rein sind. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Sauber. Dieser kleine Bastard. Entschuldigung, muss ich echt so sagen. Na prima. Der nächste Park ist sauber. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wie viele Kronkörkchen. Wie viele Kronkorken wir haben. Kronkorkilis, so sage ich jetzt in Zukunft. Kronkorkilis. Ja, schön. Und ein Sauwetter haben wir auch noch. So. Haben wir irgendwie was an Geld verdient? Ich glaube nicht. Nuka-Cola verkündet ich glaub nicht. Die große Quantum-Feier. Kommen Sie in Kornig-Kaffee und probieren Sie unsere neueste, umwerfende Geschmacksrichtung. Sieht man das? Wie weit? Da. Ja, Level Up dauert schon ein bisschen. Okay. Okay. Dauert noch ein bisschen. Na, fein. Fein. Habe ich schon gesagt, es ist fein? Dann würde ich sagen, da es mir immer noch an Kohle mangelt. Die heutige Vorstellung von Corky O. Das soll schon fertig sein? Da oben ist nichts. Da ist überall. Da waren wir überall schon. Ja, ist bezugsfertig. Passt. Mehr ist da nicht. Dann würde ich sagen, wir machen ausnahmsweise noch den letzten Park fertig. Ich brauche unbedingt und ohne Ausrede und Ausnahmen brauche ich unbedingt Kronkorken. Ich glaube, wir können uns sogar schon hinporten. Das war ein Blödsinn jetzt. Ich muss jetzt erst die Sachen ausleeren. Wir könnten, wisst was, ich nehme euch heute mal mit nach Sanctuary Hills. Wir werden unser ganzes Graffel dort mal rausschmeißen und hoffen, dass die gute Carla da ist, dass ich mal ein paar Sachen verkaufen kann. Ich möchte gerne die Waffen, die wir, ja, wirklich, also die aufgerüsteten, die wir überhaupt nicht brauchen können, die würde ich gerne mal verkaufen. Da hinten, schau, was da herumrennt.
Aber jetzt nicht dein Ernst. Hallo, ihr Schirchraunzen. Infizierte Ratte. Boah, bist du hässlich. Meine Farbmäuse sind viel hübscher als du. So, der ist halt aufgeladen. Oh, oh, da kann ich schon machen, ne? Das war jetzt wieder ganz, ganz schlau. Was habe ich jetzt gedrückt? Was habe ich gedrückt? Nein. Mein Stiefel. Ah, du bist nicht aufgeladen, ne? Du kannst doch... Na, was tust du? So. Was? Die ist hin. Ha, wenigstens 14 Punkte haben wir bekommen. Was, eine Achterkugel? Was? Ja, die ist zu Staub zerfallen. Die war schon, die war die älteste von allen. Irgendwie ist da voll tote Hose. Also sollen wir recht sein. Jedenfalls, wir reporten uns. Wir gehen unser ganzes Graffel jetzt mal ausleeren. Wir reporten uns zurück nach Sanctuary Hills. Und wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, ist Carla da. Und dann können wir mal die Waffen, die ganzen überflüssigen Waffen, die wir so angesammelt haben. Ich meine, man kann sie zum Bauen schon verwenden, aber wir haben eh so viel Schrott und die eine oder andere also Waffe, die sogar was von Wert ist, können wir mal hergeben. Wir haben ja auch 3 Fatmans, habe ich gesehen, im Starlight Drive-In, habe ich die hingetan. So viele, alter Schwede. Ganz, ganz übel. Und dann würde ich vorschlagen, sofern wir dann keine Kronkorken verdient haben, dass wir dann eben ausnahmsweise noch den letzten Park fertig machen. Die Raider dann vielleicht, wenn es sich ausgeht, schon ansiedeln dort in den Parks. Und dann schauen wir mal, was Gage noch für uns als Auftrag hat. Ansonsten können wir uns dann anderen Quests widmen. Ja. Ich glaube, sie ist wirklich da. Carla, Sonnenscheinchen. Ja. Hallo. Carla. Brauchst du noch was? Der ja. Weg von hier aus ist ziemlich weit. Wurscht. Ich brauche Kronkorken. Handel. Dann lass mal sehen, was du so hast. Ich habe von allem etwas. Boah, ist das ein Sauwetter. Wir möchten gerne verkaufen. Ist wurscht. Das geben wir immer alles. Den kann er, glaube ich, auch haben. Also eher sie. Das Zeug werden wir behalten. Außer es ist da irgendwas gut zusammengebaut. Nein. Also das verkaufen wir mal. Was? Na, die Dose nicht. So soll es passen. Okay. Carla, warte bitte. Aus dem Weg, aus dem Weg. Also mal den gesamten Schrott lagern. Und dann schauen wir mal. Waffe, nein, eine Kleidung. Waffe. Was können wir denn entbehren? Der wäre gar nicht so wenig wert, oder? Big Jim. Was? Ein Escherer. 1500? Echt, wahr? Fatman. Ein Fatman könnte man eigentlich verkaufen. Wir haben eh so viele. Ein durchweg. Einer kommt weg. Du kommst weg. Oh, 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 oh. Ja, du kommst weg. Impulsgranaten. Brauche ich das ganze Klump überhaupt? Den werde ich noch aufbehalten. Kronkorkenmine. Warte mal, ich roll mal runter. Zu diesen Dingen hier. Sowas wie das da. Da ist sicher was dabei. Ja, der ist gar nicht so wenig wert. Genauso wie der. Der ist auch nicht so wenig wert. Der ist auch nicht wenig wert. Warte. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und den auch. Die sind auch alle nicht so wenig wert. Ich glaube, die Carla hat gar nicht so viel Geld mit, wahrscheinlich, ne? Warte mal. Carla, wo bist du? Da ist sie. Carla, stopp. Hey, Carla. Hallo, willst du handeln? Ja.
Handel. Zeig mal, was du so hast. Ich verkaufe immer gern. 170 hat sie nur noch. Aber wir haben genug, um unseren Stand zu bauen. Oh, und der Part ist auch schon zu Ende. Warte, ich verkaufe noch schnell. Das geht sich aber nicht aus, ne? Die hat gar nicht so viel Geld. Die hat gar nicht so viel Geld. Dann geben wir ihr den mit. Boah, ich muss aufpassen. Warte nochmal. Noch einmal zurück. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht eine gute Waffe von uns weg tue. Die geht eigentlich. Die ist zu wertvoll. Die eventuell. Ah, geht sie schon immer aus. Ach, ist das blöd. Dann nehmen wir eben halt die hier. Und von mir aus die hier. Ja. Verkaufen. Was? Was habe ich jetzt schon gedrückt? Ich depp. Das wollte ich so nicht. So. Okay, wir hatten die so wenig Geld mit. Ist aber gar nicht nett. Das heißt, nur noch einen Schrott anzubieten. Bitten, anzubieten. Hast du das nicht ein Bitten viel? Ich glaube nicht, dass wir das jetzt in nächster Zeit brauchen werden. Ich danke dir. Ja, das war eher mehr was für einen hohlen Zahn. Ach, herrje. Naja, auf jeden Fall, Edda, warte mal. Hey, was kann ich für dich tun? Gib mir dein Zeug, was du hast. Sie alles bitte. An, was sie so haben. Das tun wir noch ganz schnell. Alles nehmen. Das hauen wir weg, also da rein. Und ein paar Schwer. Dass die Carla so wenig Geld hat, ist halt auch... Puh, das ist nicht nett. So, den fetten Mann tun wir gleich wieder rein. Fatman. Dann, ja, du kommst auch rein. Du sowieso. Du auch, du auch, du auch. Ja, ja, ja. Ja. Alle vier. Und die müssten... Ja, die Rakete kommt auch noch weg. Die Lasermuskete habe ich jetzt noch. Sonst habe ich gar keine gescheite Waffe. Nope. Kleidung, genau. Da muss auch noch das weg. Das, das, das. Das zweimal. Das muss man leider behalten noch. Das kommt auch weg. Und die kommt auch weg. Passt. Genau, Hilfsmittelchen noch. Weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Was haben wir da noch? Die Eier kommen weg. Das hört sich furchtbar an, ja. Das kommt weg. Boah, 49. Coca-Cola. Ja. Ja, das kommt auch weg. Das kommt auch weg. Ja. Ja. Du und du und du. Na, das Steambag nicht, obwohl es ist eh schon wurscht. Ist eh wurscht wegen dem einen. Passt. Jetzt sind wir wieder leicht. Gut. Ich werde hier trotzdem mal. Ja, das ist mir sicher. Ich werde trotzdem mal hier beenden, weil wir werden dann im nächsten Part hier ein kleines bisschen bauen. Da wir jetzt genügend Kronkorken haben, können wir noch einen Marktstand bauen. Und den, wenn es passt, auch jemanden zuteilen. Das würde mich sehr freuen. Hoppla, Entschuldigung, bin der Mikro angestoßen. Vielleicht macht sie unser Kotzwurf. Das wird super passen. Das ist so ein richtiger Gentleman-Roboter. Wenn der da dort das Café betreiben würde, das wäre echt fesch. Und ja, ihr Lieben, ich finde, das war wieder ein gelungener Part. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, viel schöner als er hier gerade ist, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!